Moin, ich bin Jon und gehe in die 6D. Hey, ich bin Polly und gehe in die 8D. Und ich bin Carlos aus der Q1A. Und wir wollen euch heute mal unsere Schule zeigen. Wir sind hier jetzt im Raum einer 5. Klasse im Englischunterricht. Was findest du denn so schön hier am Englischunterricht am Katharineum? Also ich finde es schön, dass man andere Sprachen als die deutsche Sprache erproben kann und dass man auch ein paar Spiele, englische Spiele im Unterricht macht. Was macht ihr denn gerade im Englischunterricht? Also wir machen gerade die Unit 3 und das ist ganz viel mit Schule und zu Hause. Und wir hatten ganz viel jetzt irgendwie Present Progressive auch. Irgendwie Pia geht nach der Schule nach Hause um so und so viel Uhr, halt in Englisch. Und das ist cool. Wir sind hier jetzt bei der Aula. Das ist unser großer Saal, in dem verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Unter anderem die Musical-Aufführungen oder andere musikalischen Aufführungen. Und jetzt gehen wir rein. Du hast gesehen schon als Kind, dass die Menschen grausam sind, weil der Neid auf Sieg der Hass überwiegt und so ein Krieg beginnt. Wir sind jetzt an unserem Musikraum, auch genannt dem Refektorium. Früher haben wir hier die Mönche gegessen, heute machen wir hier Musik und im Moment ist hier eine 8. Klasse im Unterricht. So. Wir stehen hier jetzt mit Carlotta und Chiara aus der 8. Klasse und ja, was gefällt dir denn so gut am Musikunterricht? Also er ist informationsreich und abwechslungsreich und man hat unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Jahren so und man greift sie auch in den einzelnen Jahrgangsstufen wieder auf. Und was macht ihr gerade im Musikunterricht? Wir behandeln gerade, also wir hatten jetzt die Quintenreihe, da haben wir jetzt einen Test drüber geschrieben und jetzt sind wir gerade, machen wir so halt Realität und Wirklichkeit. Was ist denn für dich so besonders, hier im Musikraum Unterricht zu haben? Also wenn man singen darf, dann ist hier eine gute Singatmosphäre und dieser Raum ist schon einige Jahre alt und die Säulen sind auch noch, also sie sind genauso wie früher und sie sind somit auch sehr historisch. Wir sind hier jetzt bei einem unserer Klimaschutzprojekte, nämlich der Mülltrennung. Diese Müllcontainer stehen überall in der Schule verteilt
Und hier kann man jetzt unterscheiden zwischen Restmüll, Plastikmüll, Papier und Biomüll. Und ja, wir sind hier jetzt im Lehrerzimmer. Hier könnt ihr immer in der ersten Pause hinkommen, wenn ihr ein Problem habt, und könnt mit unseren Lehrern reden. Okay, was finden Sie ist das Besonderste am Katharineum? Das Besondere am Katharineum und natürlich das Gebäude, da sind wir wirklich einzigartig. Es gibt nur ganz wenig Schulen, die noch in ihrem Originalgebäude sind. Aber ich finde auch sehr besonders, ich bin ja nun schon ein paar Jahre hier an dieser Schule, die ganze Schulgemeinschaft ist sehr engagiert. Das gefällt mir einfach sehr gut. Es macht viel Spaß, hier zu arbeiten, weil sich eben alle dafür einsetzen, dass wir gute Schule machen. Was finden Sie besonders am Katharineum? Im Augenblick finde ich tatsächlich besonders meine Erinnerung an das Weihnachtskonzert am letzten Freitag. Es haben unglaublich viele Leute sehr gut gelaunt mitgemacht und es waren gerade erlaubt viele Leute da und haben sich richtig gefreut über das Konzert. Und das macht im Augenblick am allermeisten Spaß, mich daran zu erinnern. Seit wann sind Sie am Katharineum und was hat Sie damals bewegt, zum Katharineum zu gehen? Ich habe hier 1976 als Referendar angefangen. Du kannst ja mal ausrechnen, das sind doch mittlerweile... Nee, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. 1973. 1976 habe ich das Krippenspiel übernommen. Und ich war schon als Sextaner hier auf der Schule. Dann wechselte mein Vater allerdings als Schuldirektor nach Krefeld in Nordrhein-Westfalen. Und als wir 1964 wiederkamen, da konnte ich leider das Katharineum nicht besuchen, weil ich auf dem naturwissenschaftlichen Zweig war, aber das große Latinum haben wollte. Und das ging nur an der Oberschule zum Dom. Aber ich bin jetzt mit ganzem Herzen voll und ganz Katharinäer. Also es gibt ja so eine AG am Katharineum und da hängen Sie sich ja sehr rein, das ist ja das Krippenspiel. Und was ist das denn genau? Ja, das ist etwas Besonderes. Das ist eigentlich das größte adventliche Fest in Lübeck. Es existiert seit 1920. Bis 1934 wurde es von der ORCD, also von der Oberrätin zum Dom, aufgeführt. Und seit 1934 eben vom Katharineum, von der sogenannten Spielschar. Das Besondere des Stückes ist, dass es auf Niederdeutsch oder auch Plattdeutsch ist. Und das dauert ungefähr eine Stunde und wird gesprochen und gesungen. Und in diesem Jahr haben wir, wie gesagt, das 100-jährige Jubiläum gefeiert. Und da waren ca. 50 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen dabei. Einmal im Jahr machen wir also nach den Herbstferien eine dreitägige Krippenspielfahrt in die Ratzeburger Jugendherberge und studieren das Stück ein. Voraussetzung für die Teilnahme ist keineswegs, dass man Plattdeutsch spricht, sondern das wird einem durch die Lehrer oder durch die älteren Schüler dann beigebracht. Was finden Sie sehr besonders am Katharineum? Ich finde hier ganz vieles sehr besonders, aber am besondersten finde ich, dass sich so viele, die hier am Katharineum sind, ob als Lehrkräfte oder in der Schulgemeinschaft, mit dieser Schule so unglaublich identifizieren. Und man sagen kann, wir sind Katharineum, oder? Siehst du auch so? Ja. Weil wir uns gern. Dann kannst du aufstehen. Kannst du dich hinsetzen? Ja. Wir sind am Katharineum, weil wir uns gern haben. So, hallo, ich bin's wieder, Carlos vom Anfang. Und wir sind hier mittlerweile bei unserem tollen Wasserspender angekommen in der Schule. Der hier wurde erst vor ganz kurzer Zeit, ich glaube im Jahr 2020 oder 2019, hier eingebaut. Hier kann sich jedes Kind mit seiner eigenen Flasche, so wie auch ich jetzt, einfach das Wasser holen. Hier haben wir drei verschiedene Arten von Wasser. Einmal still, medium und Sprudel. Also für jeden, wie er es gerne mag. Ich nehme immer stilles Wasser. Und ich muss sagen, das Wasser hier, das schmeckt auch richtig gut. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und einmal zu unseren Sponsoren. Dieser Wasserspender wurde finanziert vom Bund der Freunde, von der Kulturmark und vom Fundraising des Katharineums.
Das sind drei ganz wichtige Sponsoren, die viele Dinge hier an unserer Schule möglich machen, wie zum Beispiel auch dieses schöne Ding. Und jetzt würden wir einmal weiter in die Mensa gehen. Das ist unser schönes Refugium. Das war bis zu dem Jahre 2011 noch ein Fahrradhof. Und dann wurde sich aber dazu entschlossen, hier unsere Mensa draus zu machen. Dafür wurden alle Polster, die ihr hier sehen könnt, alle Sitzmöglichkeiten wurden hier von Schülern entworfen. Hier gibt es dann jeden Tag von 11.30 Uhr bis 14.15 Uhr warmes Essen für die Kinder, also für euch zwei Mahlzeiten, einmal vegetarisch und einmal mit Fleisch, wie ihr das gerne wollt. Und sonst kriegt ihr auch jeden Tag ab 9 Uhr kleine Snacks, wie zum Beispiel Brötchen oder mal einen Schokoriegel oder sowas. Hier geht es runter zu den Toiletten und das ist eigentlich alles, was ihr über diesen Raum hier wissen müsst. Jetzt sind wir hier bei der Essensausgabe angekommen, von der ich eben gesprochen habe. Hier könnt ihr euch dann eure Brötchen bestellen oder euer Mittagessen abholen. Die Mensa wird geleitet von der Mali AG. Das sind ganz herzensliebe Menschen, die hier ihr Bestes geben, um euch eine gute Verpflegung über den Tag zu bringen. Und ich muss sagen, es schmeckt auch immer richtig gut. Mittlerweile sind wir jetzt in unseren Bio- und Physikräumen angekommen. Hier seht ihr einen ganz langen Korridor, der geht auch zur anderen Seite noch einmal weiter. Zu meiner Linken haben wir hier schöne große Fenster und hier sieht man auch schön unsere Katharinenkirche, in die ihr früher oder später bestimmt auch noch mal reinkommen werdet. Ich würde sagen, wir versuchen einmal, ob wir hier eine Klasse beim Biologieunterricht erwischen. Wir klopfen einfach mal an. Jetzt sind wir in unserem Biologie-Hörsaal. Wenn ihr einmal hier rausguckt, könnt ihr auch die Königsstraße sehen. Das ist unser Fahrradhof, den habt ihr aber auch beim Reingehen schon entdecken können. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal an, wie hier so eine Unterrichtsstunde aussieht. Zur Frage, also, ihr sollt nicht alle Aufgaben machen, sondern ihr sollt alle Arbeitsbögen lesen. Und sucht euch eine Aufgabe zu einem Stammbaum raus und macht das einmal exemplarisch durch. Wir tragen das dann nachher zusammen, besprechen das und am Freitag kommen wir dann zu den Entenschnabeldinosauriern. Ja, ich stehe jetzt hier mit Julius aus der Q2 und ich möchte jetzt einfach mal fragen, was macht ihr denn gerade überhaupt in Bio? Also zurzeit beschäftigen wir uns mit Evolutionsbiologie und auch mit den verschiedenen Evolutionsmechanismen. Und eben, wie der Mensch sich entwickelt hat. Okay. Reicht das? Ja, ich glaube, das reicht schon mal als Überblick. Und was macht dir persönlich am Fach Bio Spaß? Also ich schätze an unserem Bio-Unterricht vor allem, dass die Lehrer sehr engagiert sind und auch einen sehr tiefen Einblick geben und auch teilweise wirklich Beispiele auch aus dem richtigen Leben einbringen und uns auch dann eben auch zum Beispiel Fossilien mitbringen und wirklich komplett sich für dieses Fach engagieren. Schön, vielen Dank. Herr Kafka, Sie wissen ja, dass wir hier gerade unsere Schule den neuen Sextanern vorstellen. Und können Sie uns vielleicht einmal kurz sagen, was die neuen Fünftklässler hier erwarten wird im Biounterricht? Mhm. Ja, also erstmal wird das Fach vorgestellt. Das ist ja ein neues Fach, das in der Grundschule nicht unterrichtet wird. Und es geht erstmal darum, kennenzulernen, was ist überhaupt Biologie. Und da fangen wir an mit Tieren und Pflanzen, das ist ja auch das, was den meisten erstmal dazu einfällt. Das heißt, wir fangen an mit den Säugetieren, insbesondere dann erstmal mit dem Hund und dem Wolf. Dann geht es weiter mit der Katze und dann wird es immer biologischer und man kommt schließlich zu den Säugetieren. Und genau, und da werden dann zum Beispiel Plakate erstellt oder ja, genau, das ist so das, was erstmal ansteht und dann gegen Ende kommen dann die Pflanzen dran, wo es dann auch darum geht, was sind überhaupt Lebewesen. Denn darum geht es ja in Biologie, das Leben. Und bei den Pflanzen versuchen wir dann auch möglichst viel rauszugehen. Und dann machen sie ein Baumtagebuch und ja, das steht an. Wir kommen ja jetzt von den Bioräumen und bewegen uns direkt zur Physik. Und da möchte ich einmal noch auf diesen Ausblick hier aufmerksam machen, der meiner Meinung nach wirklich sehr schön ist.
da hinten das ganz große Gebäude mit den weißen und roten Backsteinen, das ist das Johanneum, also unsere direkten Konkurrenten, wenn ich das einmal so sagen darf, wo wir das nicht ganz so ernst nehmen. Kommt mal mit, dann geht es jetzt zu der Physik. Und ihr habt ja das Fach noch nicht ab der 5., das ist ähnlich wie mit Chemie. Das kommt erst ein bisschen später auf euch zu. Und trotzdem wollten wir euch einfach mal einen kleinen Einblick in dieses auch sehr interessante Fach bieten. Hier in der Schule haben wir auch sehr alte Geräte, wie zum Beispiel dieser Funkeninduktor aus ungefähr dem Jahr 1850. Und damit erzeugen wir eine Spannung von 50 bis 60.000 Volt und können dann einen Strom von 40 Ampere fließen sehen. Wir sind jetzt im Chemiefachraum angekommen. Dieser Raum wurde vor wenigen Jahren erst sehr schön neu renoviert. Deswegen haben wir hier jetzt alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, um einen guten Chemieunterricht zu garantieren. Hier stehe ich jetzt mit einer unserer Chemielehrerinnen. Können Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen? Mein Name ist Peggy Spenner und ich unterrichte hier Mathematik und Chemie. Warum macht Ihnen denn Chemie so viel Spaß? Was ist denn das Besondere daran? Weil es bunt ist und vielfältig und man wenige Dinge braucht, um Chemie zu verstehen und dann aber auch zwischendurch immer noch mal was dabei ist, was außer der Reihe ist und was einen überraschen kann. Okay, und Sie halten da jetzt so ein Reagenzglas in der Hand. Was haben Sie da heute gemacht? Ich habe mit der Q1 ja, einen virtuellen Gang über den Weihnachtsmarkt gemacht. Na, virtuell stimmt auch nicht ganz, sondern eher so einen theoretischen und alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Und da man ja auch Weihnachtskugeln versilbert, haben wir das mit diesen Reagenzgläsern gemacht. Und das hier wurde nicht mitgenommen. Wir hatten noch bessere Ergebnisse, also das sah wirklich sehr schön hell aus. Spiegelmäßig, so wie das sein soll. Und außerdem haben wir Düfte hergestellt. Das lässt sich gut bewerkstelligen mit Traubenzucker und entsprechenden Aminosäuren. Und wenn man Glycin nimmt, dann riecht das nach Karamell und bei Methionin wie Pellkartoffeln. Und Cystein, das ist dann mehr so Zwiebel oder Fleisch, je nachdem, wie lange man das hat. Und die Düfte wurden auch wieder erkannt. Das roch vorhin wie Essen. Wie in der Mensa. Super. Es wurde gerade gesagt, also im Chemieunterricht erkennt man auf jeden Fall viele Dinge aus dem alltäglichen Leben wieder. Wie funktioniert Spülmittel oder Ähnliches? Und Chemie habt ihr hier am Katharineum ab der 8. Klasse oder ab der 9. Klasse. Und mir hat es bis jetzt immer sehr viel Spaß gemacht. Was ihr hier seht, ist einer unserer E-Jahrgänge oder unser E-Jahrgang beim Lateinunterricht. Wie ihr vielleicht wisst, hat das Katharineum einen altsprachigen Zweig. Das heißt, ihr könnt schon ab der 5. Klasse Latein wählen und am Ende sogar euer großes Latinum hier machen. Ja, genau. Ich bin Herr Kafka. Meine Fächer sind Biologie, Latein und Griechisch. Ich unterrichte hier seit, ich glaube, so 8 Jahren ungefähr. Ja, genau. Ja, Sie haben jetzt gesagt, dass Sie schon seit 8 Jahren hier sind und schon seit 8 Jahren Latein unterrichten. Dann würde ich mich mal interessieren, was Sie denn so spannend daran finden. Also ich finde, mit Latein versteht man einfach wesentlich mehr. Kann natürlich auch ohne Latein durch die Welt gehen, aber wenn man eben Latein hatte, dann versteht man sprachlich, historisch, kulturell einfach mehr. Latein bietet da einfach nochmal eine andere Perspektive, eben diese historisch tiefe Perspektive. Das ist das, was ich besonders spannend finde. Hey, ich bin's wieder, Polly, und ich führe euch jetzt durch das Lektorium, durch die Sporthalle und das Glockengießergebäude. Das hier ist das Lektorium. Hier könnt ihr lesen und Bücher ausleihen. Außerdem könnt ihr euch hier in den Pausen zurückziehen, da hier nicht so viel Trubel ist. Das Lektorium ist auch ein Aufenthaltsort für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse, die hier morgens bei Unterrichtsausfall betreut werden können. Das hier ist unsere Sporthalle und wie der Name schon sagt, findet hier der Sportunterricht statt und die Vorbereitung für den Sport- und Spieletag, der einmal im Jahr stattfindet. Über uns ist tatsächlich noch eine Turnhalle.
Manchmal finden hier auch Übernachtungen statt, wie zum Beispiel bei der langen Nacht der Mathematik. Hey, was macht ihr gerade im Sportunterricht? Also wir spielen meistens Völkerball oder Turnen auch. Und gerade üben wir präzise Werfen, weil wir ja wegen Corona nicht so viel zusammen sein können. Also wir müssen eher Abstand halten. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir in letzter Zeit gemacht haben. Sehr cool. Danke. Wir befinden uns gerade im Computerraum. Ich habe hier einen Schüler Aaron, der in die 10. Klasse geht. Was habt ihr denn in der 5. Klasse gemacht? Naja, wir haben in Informatik besonders viel Wert auf Sicherheit im Internet gelegt und wo man sozusagen sich erörtern kann danach, ob man sichere Seiten vor sich liegen hat oder irgendwelche Dubiosen sozusagen sich da anvertraut. Und auch Formalitäten wie E-Mail schreiben, aber auch kleine Späße gemacht, wie so einen kleinen Code, dass ich ein Nikolaushaus selber zeichne. Ja. Und was macht ihr jetzt? Jetzt machen wir viel Komplexeres in P5.js, also ein Web-Editor, der auf JavaScript basiert. Und unter anderem machen wir hilfreiche Programme wie Uhren oder wo man sozusagen erkennt, was man tippt. Das nennt sich auch Keylog. Aber auch kleine Späße, wie ich hier habe, wo sich einfach nur, egal was man macht, das Falsche macht. Jetzt sind wir in unserem großen historischen Kunstraum. Hier ist ganz viel Platz zum Kreativwerden und Zeichnen. Es macht mir hier besonders viel Spaß, weil der Raum sehr hell und schön ist. Es macht viel Spaß, hier zu arbeiten. Was macht ihr denn gerade im Unterricht? Wir haben gerade das Thema Mode und haben jetzt vor kurzem selbst ein Kleid designt. Was ist denn das Besondere an diesem Raum hier? Also das ist der große Zeichensaal. Wir haben auch noch einen kleinen und das ist der älteste Dachstuhl in Lübeck, soweit ich weiß. Und es kommt einfach viel Sonne rein und das ist sehr schön. Und im Kunstunterricht, also ich bin jetzt gerade Abiturjahrgang und wir haben ganz viel Freiheit in den Projekten, die wir machen können und machen sehr viele unterschiedliche Sachen, um alle Facetten der Kunst kennenzulernen und das bringt wirklich viel Spaß. Sie unterrichten jetzt hier gerade ja einen Abiturjahrgang und was machen Sie mit den 5. Klassen? Ach Mensch, bei den 5. Klassen, da ist richtig was los. Da haben wir ganz abwechslungsreichen Unterricht. Die kommen ja von den Grundschulen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Und wir haben hier tolle Räume. Wir haben noch einen Tonraum und auch einen Druckraum. Und wir haben ein Fotolabor. Und da werden quasi die Themen durchgetauscht, so eine Art kleine Grundlehre gemacht. Alle werden abgeholt mit kleineren Projekten. Und das ist ein wirklich fröhliches Getummel. Jetzt seid ihr gerade hier in der 4. Stunde im Kunstprofil. Gleich in der nächsten Doppelstunde hat hier eine 6. Klasse Unterricht. Da könnte man das sehen. Ich glaube, Kunst ist ein Fach, was besonders viel Spaß macht für die Kleinen, wo man sich so ausleben kann und auch immer ein Produkt hat, auf das man hinterher sehr stolz ist. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Reise angelangt, bei unserer kleinen Führung durch das Katharineum. Ich hoffe, ihr konntet ganz viele Eindrücke sammeln und seid vielleicht jetzt überzeugt davon, auf diese wirklich schöne Schule zu kommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns bald wiedersehen würden. Und dann sage ich einfach noch eine schöne Zeit und bis bald hoffentlich. Ciao, ciao.